Ja, hallo zusammen. Heute geht's wieder mal um den Katalog und zwar um die Seite 34, um den Kühlschrank Wemo 62N. Der Wemo 62N hat das gleiche Maß wie sehr viele im Bootsbau verbaute Kühlschränke und zwar hat er 45 Breite und 530 cm Höhe. Die Kühlmaschine sitzt hier hinten und hier unten habe ich eine Schräge. Der erste in diesem Maß verbaute Kühlschrank war ein Engel mit 60 Liter Volumen und der hatte hinten eine gerade Rückwand und hinten den Schwingverdichter verbaut. Der Schwingverdichter ist ein Kompressor, den gibt es schon seit ewig. Aber da ist die Entwicklung stehen geblieben und er ist auch relativ laut. Der Danfoss-Kompressor, Secop heute, das ist ein drehender Kompressor und da sind die Vibrationen relativ klein. Durch das ist das Geräusch beim drehenden Kompressor wesentlich kleiner, wieder beim Schwingverdichter, der schwingt. Ja, dieses Maß ist eben sehr verbreitet in amerikanischen Modellen, weil Engel hat natürlich den amerikanischen Markt erobert und da ist das Loch immer noch gleich. Da ändert man auch nicht groß, weil das ist Standard und dieser Kühlschrank wäre einfach als Ersatz da rein. Dieser Kühlschrank oder das Maß von Kühlschränken, alle Mitbewerber haben auch so ein Maß, das wird auch langfristig nicht verschwinden. Ich sehe es immer wieder, vor allem im Wohnmobilsektor, da kommen dann Designer, die spezielle Kühlschränke, da kommt ein spezielles Maß, da wird ein Kühlschrank, kommt dann oben auf der Küchenzeile, wenn man aufmacht, fällt alles raus, entwickelt oder irgendwie ein ganz spezielles, exotisches Maß. Da habe ich mir ein Wohnmobil gekauft mit solch einem speziellen Kühlschrank. Das wird eine Serie gebaut und nachher nicht mehr. Nachher ist es nicht mehr interessant von den Stückzahlen her. Habe ich vielleicht eine Monopolstellung, dass ein Hersteller noch ein paar ans Lager gelegt hat. Da will er dann Geld verdienen damit. Aber habe ich nach 10 Jahren ein Problem, dann finde ich da rein keinen Kühlschrank. Und dann geht die Bastlerei los. Bei dem Kühlschrank hier, der Wemo 62, wenn ich den als Neugerät in Van verbaue, da weiß ich, den gibt es schon lange, das Modell gibt es schon lange, oder die Größe gibt es schon lange von diesem Einbaumaß. Und hier kann ich, ohne getrost, finde ich da, von jedem nennenswerten Hersteller, bietet in der Größe einen Kühlschrank. Ich habe gesagt, es gibt Kühlschränke mit Eisfach, ohne Eisfach. Dieser Kühlschrank ist Standard mit Eisfach. Da kommt jetzt wieder die große Menge. Hier ist wirklich Standard Eisfach, weil ein sehr verbreiterter Kühlschrank. Und weil ich die Kühlmaschine hier oben habe, müsste ich ja das Rückwandelement hier haben. Dann habe ich hier so einen Kältesumpf. Und hier oben in diesem Bereich wird der Kühlschrank nicht kühlen. Es wäre da oben immer warm. Von dem her ist dieser Kühlschrank nicht möglich ohne Eisfach. Es ist effektiv nur ein Eisfach. Eisfach, es gibt ja ein Stern Eisfach. Das reicht zum Eis produzieren. Aber ein Speiseeis wird bei minus 12 Grad aufgetaut. Das kann ich hier drin nicht lagern. Auch Lebensmittel sagt man ja ein, zwei Tage, aber die meisten kann ich ja dann, auch wenn ich ein Stück Fleisch habe, ich kann das langsam auftauen, noch im Kühlschrank zwei, drei Tage hüten. Dann gibt es die Zwei-Stern-Kühlfächer oder Gefrierfächer, die gehen bis minus 12 Grad. Das ist zum kurzfristig eine Woche Lebensmittel tiefgefroren zu halten, also auf dem Weg der Auftauung, dass ich dann die Einkauf ins Gefrierfach lege, langsam auftaue
und dann verspeise. Dann gibt es die 3 Sterne, da sind wir weit weg von 3 Sternen. Das sind dann Tiefkühlfächer. Und dann gibt es noch 4 Sterne, das ist eigentlich 3 Sterne plus 1 Stern, gibt 4 Sterne. Das ist dann zum Einfrieren geeignet. Aber hier effektiv nur das tiefste Niveau, nur ein Eisfach, ist gemacht zum Eiswürfeln gefrieren. Und wir haben auch hier so einen kleinen Zubehör. Da kann man Wasser einfüllen, reinlegen, warten, bis ich die Eiswürfel habe. Es gibt auch so Säcke zum Reinfüllen, aber hier effektiv ein reines Eisfach. Ich habe schon ein Video gemacht über den 51er, der ist fast genau gleich, nur ist der 7 cm weniger breit, ist auch sehr verbreitetes Maß. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.